Willkommen zurück, liebe Butterbeeren. FIFA 15 Beer Pro Chelsea gegen die Dons. Also gegen uns, gegen mich, gegen Sektor die Butterbeeren. Wir sind hier im Pokal, oder was ist das? Ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel ist. Auf jeden Fall versuchen wir wieder unser Bestes, besser als im letzten Spiel zumindest. Ich hoffe, wir spielen ein bisschen offensiver, aber ich glaube nicht. Und wenn ich hier schon rechts auf meine Position und meine Ausdaueranzeige guckt, dann wird mir schon ein bisschen übel. Ich bin, sagen wir mal, bei 70% Ausdauer. Ich werde definitiv ausgewechselt. Wir befinden uns an der Stamford Bridge im Capital One Cup. Ich bin ja mal gespannt, wie das hier wird. So, Spielball ab. Bam, vorbei. Und Pass. Seht ihr, klappt doch. Gewusst wie. Und Schuss und daneben. Oh, das war aber ein richtig geiler Angriff. Meine Fresse. Dann nehme ich gleich meine Hand, damit alle wissen, hey Leute, ich war's. Ich hab geschossen. Voll cool, oder? Unglaublich, oder? Naja. So, kriegen wir auch einen Ball erobert? Erstmal nicht. Da soll ich vielleicht nicht zu doll einsteigen. Wäre hier keine rote Karte haben oder gelbe Karte. Ich glaube, das spielt nämlich auch bei der Bewertung eine Rolle. Ich glaube, man wird nicht so gut bewertet und den Pass verstehe ich nicht. War abseits, oder? Oha. Ich habe doch angefordert. Ich dachte, er kommt flach zu mir oder so. Beim nächsten Mal vielleicht. Spielen aber auch riskant. Oh ja, das war nicht so klug. Gleich mal einen Ball verloren. Aber Chelsea macht da noch nicht viel draus. Oh, ich kriege auch keinen Ball erobert hier. Bin auch zu schwach. Wieso läuft der denn nicht ordentlich? Oh mein Gott. Oh, braucht er lange. Oh mein Gott, nein! Das gibt's nicht. Den mache ich nicht. Aber es war immerhin Schuss aufs Tor. Hm, da ist mein Abschluss so schlecht. Vielleicht der? Uiuiui, der war aber geil. Schön Volley genommen. Leider kein Tor. Aber wir sind gut drinne. Hier ist was möglich. Wenn die mir öfter einen Ball geben, sage ich mal so. Denn es ist ja ohne Frage, bin ich hier das treibende Glied in der Kette. Der Mittelfeldmotor. Aber die Bälle sollen bitte die anderen erobern. Das kann ich noch nicht. Oh, da geht er aber einfach durch hier. So, erstmal einen einfachen Pass. Und wieder nach vorne sprinten. Das ist natürlich doof, wenn ich mich so weit fallen lasse. Oh, das war vielleicht gar nicht mal so schlecht. Nein! Gib mir doch einen Ball zurück. Ach, verdammt! Ich bin einfach noch zu langsam. Ich habe noch keinen Antritt, um das durchführen zu können. Da muss ich mich noch umgewöhnen. Aber ich muss natürlich auch sprinten. Um Gegner zu überrumpeln und um besser zu werden. Und manchmal muss ich auch ein bisschen Risiko eingehen. Und hier kann ich es ja machen. Ich bin ja nur ausgeliehen. Ist mir ja eigentlich scheißegal, wohin das hier führt mit dem. Aber Tore will ich natürlich schon machen. Und manchmal so einen kleinen Trick hier. Passt. Oh, Bewertung von 5,8. Ey, so schlecht spiele ich doch gar nicht. Das Bewertungssystem, das verstehe ich noch nicht so ganz. Das hat für mich absolut keine Hand und Fuß. Das sind eigentlich gute Aktionen, die ich habe. Aber sie werden überhaupt nicht honoriert. Dafür allerdings, wenn ich einmal ins Nichts stupse mit dem Bein, krieg ich sofort einen ganzen Punkt Abzug. So, den hat er. Hier oben stehe ich. Ah, der nicht. Ja, jetzt brauchst du auch nicht, weißt du? So. Kann ich durchsprinten? Ne.
Oh, was macht er denn? Spielt den hoch. Oh, so ein Lappen. Das ist doch wahr, ey. Soll er mich einfach nur ganz normal anspielen? Und der lupft den ins Nichts. Man muss sagen, ich bin auch schon zu früh losgelaufen, aber hätte er ihn flach gespielt, hätte ich den trotzdem bekommen. Deswegen bin ich ja früh losgelaufen. Und Angriff von Chelsea, kein Tor. What? Was war das denn, Alter? Da hat er mir einfach einen Ball geklaut. So. Och. Wieso braucht mein Spieler so lange, bis er was macht? Na, Abstoß. Jawohl, super gemacht. Lange das 0-0 halten. Und dann mal schauen, wo es hingeht. Ich versuche jetzt auch nicht mehr so viel zu laufen hier. Es wird ein bisschen Mittelfeldkontrolle. Ja, da wurden wir gefoult. So, Seitenwechsel. Na? Sehr schön. Och nö, wie nimmt er denn den Ball? Kann ja nichts draus werden. Schön hinten bleiben. Ich spiele so viele gute, präzise Pässe und meine Note wird immer schlechter. Nee, nee, nee. Ich habe mich eigentlich ganz gut gehalten. Bin jetzt ja auch nicht so viel gesprintet, aber da ist noch was drin. Wenn ich defensiv ein bisschen ruhiger agiere, ein bisschen sicherer agiere vor allen Dingen. Diesen Ball hätte ich zum Beispiel gewinnen können und das war ganz knapp. Da hätten wir fast sogar einen Konter einleiten können. Stattdessen ist Chelsea immer noch im Ballbesitz, hat hier die Chance über die Außen. Kommt da was? Oh ja, nein, nicht. So, ein Pass und vorbei und zum Gegner spielen. Immer wichtig. Oh, dann kriege ich den Ball auch nicht zurückerobert. Wieder nicht. Ich komme einfach noch immer zu spät. Was kann ich besser machen? Natürlich ist das hier ein harter Gegner. Das kann man jetzt nicht so nehmen wie das Ligaspiel zum Beispiel. Die luchsen mir einer nach dem anderen den Ball ab und jetzt wollte ich den Ball wieder erobern und drücken natürlich Zweikampf und dann schießt er ihn, weil der Ball einfach frei liegt. So sweet. Na, keiner will rangehen, obwohl ich sagte, dass sie rangehen sollen. I don't like this. Ja, schön gefällt. Easy. Pass, pass, pass. Oh ne, nicht zu mir. Oh, seht ihr, ich hatte kurz eine grüne Zahl angezeigt. So, und nach unten, jawohl. Ja, da wusste ich nicht, wo ich hinspielen soll. Ey, da waren um mich herum 5 Leute. Oder so. Kommen wir hier unten ran. Schön bedrängen. Na, ja, spielt da hoch raus und dann haben wir den Ball besetzt. Das war doch richtig gut gemacht von mir. Och nö, wieso denn zu mir? Spielen wir den direkt durch. Foul, Elfmeter, gibt's nicht, ey. Und wieder schlägt William den ins Aus. Es könnte sogar was werden hier. Schuss in die Arme von Blackman. Und er ist schwarz. Geiler Name. So. Och, kann er nicht weiterlaufen? Er täuscht da an, dass er richtig geil in die Schnittstelle sprintet und dann trabt er einfach nur noch vor sich hin, während ich übelst geilen Pass auspacke. So wird das nichts, Leute. Ich brauche hier einen Lewandowski vorne oder so, der meine Genialität versteht. Oder einen Messi. Oder. Ja, obwohl, Messi mag ich nicht. Messi nimmt mir zu viel Raum weg. Der will das alles selber machen. Ein bisschen wie ich. So. Spiel zu mir, ich bin der Beste.
kommt nicht weit genug. Nein. Zu viele Fehlpässe, es war ein ganz schlechtes Spiel. Und wir gehen auf totalen Angriff in der 74. Minute. Na, ich weiß ja nicht. Oh, ich wäre so gern noch bis zum Schluss dabei, aber ich schaff's einfach nicht. Ich werde doch nicht fit. Und kein Tor. So, jetzt spielt zu mir hier. Ich stehe frei. Ach, denn nicht. Guck mal, jetzt wartet er wieder und dann spielt er doch zu mir, oder? Ne. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Er schießt selber. War die beste Option, glaube ich. Ich habe auch angefordert, aber ich stand eigentlich richtig scheiße. Ich hätte es bestimmt nicht gemacht. Komm, komm. Nein, nein! Was macht der Kack-Dreier denn da? Was macht denn unser Innenverteidiger? Oh, wie schlecht stellt er sich denn? Ja, jetzt ist Chelsea durch und das dürfte es dann auch gewesen sein. Nee. Oh Gott, sind wir schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich laufe mal raus. Vielleicht kriege ich noch einen Konter eingeleitet. Gibt es ja eigentlich ein Rückspiel oder war es das denn? Ich versuche nochmal durchzuhalten. Wow, der Torwart hat ihn sogar. Ey, wie lange er braucht. Ja, zu mir jetzt, wo ich gestellt bin, ne? Ist klar. Na? Wurde ich noch gefoult. Oh, das war sogar ganz annehmbar. Und da steht keine Leute. Ihr müsst euch doch vor den Gegner stellen und nicht dahinter. Was war... Oh. Gute Mitspieler. Wie geil wäre das denn? Einfach mal gute Mitspieler. Gibt's hier nicht. Nicht für mich. So. War ein Scheißpass, aber Chelsea macht den Fehler? Nee, doch nicht. 90 Minuten sind gleich vorbei, jetzt sollte er eigentlich gleich abpfeifen. Das hier, da das hier in England ist, denke ich mal, dass es ein Hin- und Rückspiel geben wird, oder? Oder geht's weiter? Spiel fortsetzen, es geht weiter. Ich bin fast tot, ey. Gut. Warten wir mal, ob sich was ergibt hier. Nicht. Gut, dann spielen wir nach außen. Eieiei. Hat er mit dem Pass aber lange gewartet. Nicht zu mir. Okay, gut. Ah, das sieht auch nach was aus. Aber letztendlich fehlt einfach die Klasse und boah, jetzt ist Chelsea da richtig durch. Wir haben auf volle Offensive gestellt. Da ist natürlich massig Platz und da ist das Tor. 1-0 für Chelsea in der 95. Minute bzw. in der 96. Minute. So, okay. Dann bleibt nichts anderes übrig, außer einen Sololauf zu starten. Nein! Ach, vielleicht wäre ich da noch gefoult worden. Das hätte ja noch was gebracht. So einen schönen Elfmeter rausholen. Zweimal habe ich es ja schon geschafft in meinem ersten Spiel. Ach, Ball wiederholen klappt auch nicht. Nee, also jetzt sollte Chelsea durch sein. Wenn sie das jetzt hier halbwegs klug anstellen, sollte nichts mehr passieren. Ich versuche noch ein paar Pässe zu machen. Die 3,2 Kilometer habe ich locker abgespult. Oh, da hätte ich nicht anfordern sollen. Da hätte ich nicht anfordern sollen. Was macht... Okay. Absolut unglaublich, wie schlecht meine Mannschaft ist. Die Dornser. Der Name gehört eigentlich in die erste Liga, aber das, was die hier spielen, ist nicht wirklich würdig. So, kriege ich noch was? Alter. Ja, dann lauf doch nicht weg. Steht der mir einfach im Weg, die Sau? Das regt mich gerade ein bisschen auf, dass mein ganzes Spiel hier durch meine Mitspieler komplett versaut wird. Unmöglich, das prangere ich an. Jetzt geht's ja auch noch in die zweite Halbzeit. Nützt doch alles nichts.
Will mich nicht verlieren, aber vielleicht kriege ich noch den einen oder anderen Spieler ausgedribbelt. Ah, siehst du, war doch gar nicht mehr so schlecht, oder? Ich bin so tot. Ja, faulen. Muss man auch mal machen. Von nichts kommt nichts. Bisschen Zweikampfstärke beweisen. Uiuiui, halbwegs gut geklärt. Ne. Wieder zurück bei Chelsea. Die könnten, wenn sie schlau sind, gleich mal abschließen. Unser Tor könnten sie mal abschließen. Und, boah, sie schließen aber auf unser Tor ab. Nicht das 3:0. Enge Kiste. Not. Jetzt wollte ich das Spiel mal schnell machen, aber das wird so nichts. Nee, meine Mitspieler sind auch schon alle vollkommen platt. Und, ja, dann kommen da so eine Pässe. Was willst du da machen? Was willst du da machen? So, hier, Meise. Zu mir. Kopfballtor nach hinten. Zum Glück nicht verletzt. Jetzt ist. Nein, ich wollte doch gerade schießen. Das gibt's doch nicht. Ey, ich habe absolut keine Ausdauer mehr. Ich kann nicht mehr sprinten. Ich kann gar nichts mehr. Ich bleibe jetzt hier stehen, oder? Ah, ich halte mal L1 gedrückt. Vielleicht passiert da noch was. Ich hole mein Torwart raus. Das war ein Fehler. Nein, das war kein Fehler. Och, das wäre doch jetzt der Konter gewesen. Schade. Nun gut. 2:0 verloren. Wir hatten die Chancen. Wir hatten die Chancen wirklich. Guck mal, ich werde jetzt auch noch besser. Wir haben die ersten 5 Spiele gespielt. Ich hatte eine Wertung von 5,5. Ey, das glaubt ihr doch selber nicht. Ich war noch mit der Beste da. Was haben die anderen denn für eine Bewertung gegen Chelsea? Bin ich sauer jetzt? Bin ich ein bisschen sauer? Das nächste Spiel ist gegen Doncaster und ich glaube, so richtig fit bin ich da auch nicht. Aber wir werden es sehen. Morgen nämlich. Und bis dahin habt ihr Zeit, dieses Video anzuschauen und ein Däumchen nach oben zu geben. Und falls ihr das noch weiter verfolgen wollt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Also, bis morgen. Tschüss.